Ich würde uns kurz vorstellen, Sie haben im Programm gesehen, es soll eine Speakerinnengruppe sein, hat leider in der Zeit nicht geklappt, wie das geplant war, aber ich werde trotzdem Erfahrungswerte aus der Gruppe erzählen, einen Aufschlag zu einer inklusiven Hochschulvision geben und dann nach der ersten 15, 20 Minuten in die Diskussion gehen, weil ich natürlich auch sehr viel Interesse daran habe, was die Teilnehmenden für Erfahrungswerte haben im Bereich Inklusionsbemühungen. Wie kann man eigentlich eine inklusive Hochschulvision weiterentwickeln? Also Sie sind hier auch da, um Ihre Vision zu teilen oder die bestehende zu erweitern oder auch von Erfahrungswerten, Frustrationen oder auch Perspektiven zu erzählen. Kurz zu mir. Ich kam zum HFD als Digital Changemakerin, also aus der studentischen Community 2020 und bin dann beruflich an einer privaten Hochschule gelandet mit projektbasiertem Lernkonzept und alternativen Prüfungsformen, was mich natürlich sehr begeistert hat, weil ich als Digital Changemakerin in der Visions AG war. Und zu der Zeit haben wir auch eine Hochschulvision für die Hochschule 2038 entwickelt. Und in meiner Anstellung habe ich schon die ein oder andere Vision in der Umsetzung mit kennenlernen dürfen. Neben der Hochschule bin ich auch in einem partizipativen Forschungsprojekt angestellt mit Praxispartnern aus der beruflichen Reha. Und auch das hat nochmal mein Bild geprägt, weil ich Co-Forschungskolleginnen und Kollegen habe, die selber an staatlichen deutschen Hochschulen waren, die es aber nicht zu einem Abschluss geschafft haben. Und da ist mir sehr bewusst geworden, welcher privilegierten Position ich doch 2020 diese Hochschulvision entwickelt habe. Wer sind wir? Wir sind Menschen zwischen 23 und 45 Jahren, haben Erfahrungen an privaten und staatlichen Hochschulen in der Rolle einer Studierendenperson oder auch einer Angestelltenperson im In- und Ausland, Menschen mit und ohne Studienabschluss, mit Marginalisierungserfahrung oder auch ohne und aktuell wohnhaft in Wien oder Potsdam. Kurz zu dem Projekt. Ich bin zu dem Thema Partizipation natürlich als Digital Changemaker schon lange gewesen. In unserem Projekt geht es eben um partizipative Forschung. Da geht es auch darum, dass mehr Betroffenenperspektive, also die Menschen, die von einer Forschung, von einer Entwicklung, von einer Strategie profitieren sollen, dass die mit in den Prozess mit eingebunden werden. Und was sich in vielen Bereichen da immer wieder als herausfordernd darstellt, ist eben das Eigeninteresse von betroffenen Personen, dass Forschung besser wird, dass Hochschuldiskurse besser wird, wenn Menschen nicht den eigenen Bezug dazu haben oder nicht das Gefühl haben, später dann davon zu profitieren. Also diese demokratische Mitbestimmung, die braucht Zeit. Planbarkeit ist wichtig, wenn unterschiedliche Statusgruppen beteiligt werden, die eben ganz unterschiedliche Arbeitsstrukturen haben, zeitliche Verfügbarkeiten und teilweise eben in einem Beschäftigungsverhältnis sind oder in der freien Zeit. Ne? Das ist auch ein großes Thema in der studentischen Partizipation. Ja, die Hochschule 2038 wurde von 5 Studierenden unterschiedlichen Alters und unterschiedlichen Fachrichtungen von den Digital Changemakern entwickelt. Wer hier diesen QR-Code scannt, kann sich auch das gesamte Video ansehen. Kurz eine Übersicht, was es inhaltlich umfasst. Also es ging um Stärkenorientierung, um individuelle Lernwege, zum Beispiel mit Teilzeitstudium, unterschiedliche Abschlüsse, Short Learning Programs, Micro-Credentials, genau, und dass eben Hochschulbildung weiterentwickelt wird in diesem Bereich. Die Rezeption von genau diesem Video, das ich diese Woche auch mit unserer Co-Forschungsgruppe geteilt habe, ja, das ist ein Werbefilm für Online-Lernkurse von der Uni. vielleicht einfach auch das Format, das wir gewählt haben, um visuell die Ideen noch zu untermalen. Es wurde auch nachgefragt, ob es ein KI-generiertes Video ist, weil es tatsächlich von so einem Baukastenprojekt war, wo man sich eben vorgefertigten Strukturen bedient. Und wir haben selber bei der Entwicklung gemerkt, eigentlich kann man nicht mit quasi Bildsprache, mit Symbolik, die ja oft eine lange Tradition hat von großen, pompösen Gebäuden, ganz schwer innovative Hochschulbildung sich vorstellen, eben weil man auf diese bestehenden Baustelle zurückgreift. Genau, also generell war nochmal die Wahrnehmung, es ist einfach ein sehr privilegierter Blick auf Hochschulentwicklung, weil die Problemstellung ist eigentlich 20 bis 35%
der Menschen, die ein Studium beginnen, brechen dieses auch ab. Die OECD kritisiert immer die geringe soziale Mobilität in Deutschland und man kann davon schon merken, es ist vielleicht nicht immer die besten Auslese, sondern es kann auch Marginalisiertheit sein, die dazu beiträgt, dass man aus dem Hochschulsystem rauskommt. Und letztendlich die Menschen, die die Hochschule weiterentwickeln, sind ja die Menschen, die im bestehenden System Erfolg hatten. Das heißt, vielleicht haben wir gar nicht die größten Ideen, die besten, die größten Bausteine, die wir da verschieben wollen. Vielleicht sind wir da eher an der Oberfläche, weil das bestehende System für den Großteil der Menschen, die jetzt auch heute hier auf dem Festival sind, ja bisher auch ganz gut funktioniert hat. Und das Problem, die Menschen, die aus dem Hochschulsystem rausgefallen sind, aus unterschiedlichen Gründen, die zu erreichen, da ein eigenes Interesse zu haben, dass sie mitarbeiten, das ist natürlich schwierig. Und Sie sehen hier einen Screenshot von unserer Session. Also wir wären potenziell zu fünft gewesen. Leider hat das nicht geklappt. Genau, aber die ein oder andere Person, die hier eigentlich als Speakerin mit dabei hätte sein sollen, ist vielleicht mit im Plenum und kann dann in der Diskussion sich nochmal mehr einbringen. Genau, die Erfahrungen aus der Co-Forschungsgruppe sind zum Beispiel Prüfungsangst oder Lese-Rechtschreibschwäche, die insbesondere an staatlichen Hochschulen sehr herausfordernd ist, weil oft Prüfungen schriftlich gemacht werden, oft in großen Auditorien und da einfach vielleicht trotz einer mündlichen Stärke die schriftliche Prüfungsleistung nicht gut genug war, dass man sich quasi in dem Kontext beweisen konnte und sein Wissen unter Beweis stellen konnte oder sogar seine Kompetenzen. Auch die Selbststrukturierung, die Herausforderung, dass Wege teilweise nicht vorgezeichnet sind, das waren Probleme. Und in einigen Bereichen haben ja wirklich auch alternative Prüfungsformate mittlerweile Einzug gehalten. Und eine Erfahrung war auch, dass teilweise ChatGPT, also die Verfügbarkeit von schriftgenerierender KI, dazu geführt hat, dass alternative Prüfungsformen zurückgedreht wurden zu klassischen Prüfungsformen, wo dann teilweise eine handschriftliche Präsenzprüfung eingefordert wurde, um die Sorgen der Dozierenden, die Kontrolle über die studentische Leistung zu haben oder die Sicherheit, dass man nicht, dass nicht betrogen wird, dass das eher statt eine Innovationskraft eher ein Zurück zu früher war. Und das einfach hat eine zusätzliche Barrieren geschaffen für Menschen, die sich früher schon innovativ in der Hochschullandschaft aufgehoben gefühlt haben, die das Gefühl hatten, ihre Bedürfnisse wurden berücksichtigt. Und ja, der Zugang natürlich jetzt zu Technik ist natürlich auch oft mit einer finanziellen Barriere oder auch in privaten Hochschulen, wenn wir davon reden, dann sind es auch zusätzliche Barrieren, die in der Gruppe zu Problemen geführt haben. Was wir aus den Gesprächen, die wir hatten, darstellen können, ist die inklusive Hochschule für uns Barrierefreiheit, Universal Design for Learning, also unterschiedliche aufbereitete Inhalte für unterschiedliche Lerntypen, alternative Prüfungsformate, damit Menschen ihre Stärken entsprechend unter Beweis stellen können und eben nicht an dem Prüfungsformat scheitern. Eine individuellere Betreuung mit Wegen, die man nachgehen kann, genau, niedrigschwelligerer Zugang oder gebührenfrei, englischsprachige Angebote und die Anleitung in der Nutzung von technischen Entwicklungen für den Studienverlauf, dass es eben nicht ein paar Personen Unterstützungsmöglichkeiten haben, sondern dass das wirklich allen zugänglich ist und dass wir nicht die Technik ausschließen, die kommt, sondern dass wir sie proaktiv mit einbinden und sie allen zugänglich machen und über Chancen und Risiken mit aufklären. Und das war jetzt schon der schnelle Auftakt. Ich würde mich jetzt schon freuen über Ihre Beiträge, über Ihr Interesse auch von Ihren Erfahrungen zu berichten, über Inklusion, über Partizipation. Sie können auch das natürlich in den Chat schreiben, Sie können sich per Bild zuschalten. Genau, ich würde mich freuen, mit Ihnen in den Austausch zu kommen und vielleicht eine inklusive Hochschulvision von diesem UF 2024 dann abschließend zu haben. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Genau. Also was ist die Hochschule? Was braucht sie? Was sind realistische nächste Schritte? Was ist vielleicht
zu weit gedacht. Was können wir konkret besser machen? Vielleicht nicht die perfekte inklusive Hochschule, aber eine inklusivere Hochschulvision. Die würde ich gern mit Ihnen erarbeiten. Ja. Ja, bin ich schon online? Ja, wunderbar. Oh, wunderbar, das ging ja flott. Hallo, mein Name ist Angela Müller-Gianetti. Wir waren gestern hier auch als Speakerin auf diesem Festival und haben unser Programm Art Plus vorgestellt. Erstmals sind Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen an einer zunächst mal privaten Hochschule immatrikuliert worden in Deutschland. Und von daher beschäftigen wir uns mit dieser Thematik natürlich sehr eng. Wie muss sich die Hochschule der Zukunft entwickeln, um eben auch Menschen mit intellektuellen Behinderungen, vormals, ich übersetze das mal so, geistige Behinderung, wir nutzen diesen Begriff nicht mehr, eben auch an hochqualitativer Lehre in Zukunft partizipieren können. Und das eben auch schon tun, im Moment insbesondere im Rahmen unseres Art-Plus-Programms, das sich auf mehrere künstlerische Hochschulen in Deutschland bezieht, in den öffentlichen Hochschulen noch als Gasthörende und wie gesagt an der privaten Hochschule schon immatrikuliert. Und unsere Kernthese ist, die inklusive Hochschule der Zukunft braucht einmal eine sehr gute Infrastruktur, um Personen mit Assistenzbedarf individuell, je nachdem, um was für eine Behinderung oder ein Assistenzbedarf es sich eben handelt, eine enge individuelle Assistenzleistung. Dafür brauchen die Hochschulen Infrastruktur. Und des Weiteren müssen die Rahmenbedingungen von Hochschullehre, insbesondere in Bezug auf Lehrvielfalt, also Veränderungen von Lehrformen und auch in Bezug auf Leistungsnachweisen, unterschiedlichen Formen von Leistungsnachweisen, verstärkt flexibilisiert werden. Dazu braucht der Lehrkörper Informationen und Fortbildung zu dem Thema. Eben auch Anregungen, Inputs, wie das denn auch bei theoretischen Fächern beispielsweise oder sehr wissenschaftlich orientierten Fächern der Fall sein kann. Und dann natürlich auch, was die Hochschulrahmenbedingungen angeht, das betrifft das, was wir im Moment noch Nachteilsausgleich nennen und ja insbesondere hauptsächlich in Form von Zeitzugaben passiert, aber Nachteilsausgleich könnte man natürlich auch ganz anders definieren. Dazu brauchen wir auch in den Hochschulrahmenplänen neue Formen von Leistungsnachweisen, neue Formen von Nachteilsausgleichen, also einfach mehr Flexibilisierung in dem ganzen System Zulassung und Abschluss. Genau, ein weiterer wichtiger Punkt meines Erachtens zur Hochschule der Zukunft ist die Heranführung an die Hochschule. Wir haben im Moment, ich spreche jetzt mal für Menschen mit intellektuellen Behinderungen, aber ich glaube, das geht auch um viele andere Menschen mit Assistenzbedarf, ist einfach der Weg aus dem schulischen System zur Hochschule weit. Wenn die Hochschulen einen aktiveren Part einnehmen würden, auch in dem Sinne, dass sie nicht nur in Anführungsstrichen da sind und warten, dass sich Menschen bewerben, sondern auf Menschen zugehen, möglicherweise auch als Schnittstelle für den Übergang von Schule in den Beruf mit aktiv werden und arbeiten in Form von Angeboten, Qualifizierungsmaßnahmen, werden sicherlich in Zukunft viel mehr Menschen, die eigentlich Talente haben, aber aus den Gründen, die du ja auch vorhin eingangs im Vortrag erwähnt hast, häufig dann eben doch abbrechen oder wegbleiben, eben auch in Zukunft mehr erreicht. Ja, das wären so zentrale Inputs sozusagen von unserer Seite aus zu dem Thema. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich habe schon fleißig mitgeschrieben. Ich komme auch gerne nachher nochmal in den, falls es einen Besprechungstisch
gebe noch mal kurz rein. Genau. Was gibt es denn für andere Erfahrungen oder welche Inklusionsbemühungen seht ihr dann schon? Ich fand das jetzt auch gerade noch mal ganz spannend. Also was ist schon möglich an privaten Hochschulen und wo tut sich die staatlichen Hochschullandschaft noch schwer? Vielleicht gibt es auch noch Leute aus staatlichen Hochschulen, die zum Thema Inklusionsbemühungen Erfahrungswerte haben. Also ich finde es total wichtig, so als realistische nächste Schritte, dass es eben private Hochschulen schon mal einen Schritt in die richtige Richtung machen oder beispielhaft einfach schon mal aufzeigen, wie es denn auch gehen könnte. Und es sind ja auch staatlich akkreditierte Einrichtungen. Das heißt, so weit weg sind wir ja dann gar nicht. Bin ich noch online? Ja. Genau, ich komme hier irgendwie nicht raus, weil ich meine, damit wieder jemand eintreten darf, muss ich rausgehen. Ah. Aber ich kriege nicht raus, wie ich austreten kann. Participants. Ich würde gerne der nächsten. Jetzt, raise it. Dankeschön. Ich glaube, jetzt hat es geklappt. Ich würde mich sonst noch mal kurz als Moderatorin einschalten. Im Chat auf der rechten Seite, den kann man noch öffnen, da sind einige interessante Beiträge geteilt worden. Finde ich leider selber nicht im Chat. Auf der rechten Seite, da ist so ein sehr unauffälliger blauer kleiner Pfeil. Ah, perfekt. Vielen Dank. Ja, super, ja. Gerne. So. Gerade die Durchsichtigkeit der Wege zum Abschluss und die Informationsflut aus enorm vielen Quellen, die sich teilweise widersprechen, sind ja dem organischen Wachstum der Universitätsstrukturen zuzuschreiben. Wie kann man das auflösen? Vielen Dank für den Beitrag, Michaela Schneider. Genau, ich denke, das ist auf jeden Fall eine der großen Herausforderungen, was auch Studierende mit und ohne intellektuellen Beeinträchtigungen an Herausforderungen zu Beginn des Studiums auch finden. Und wo man dann auch noch zudem merkt, dass Menschen, die vielleicht sozial sehr schnell in Gespräche kommen mit anderen, die sich viel leichter tun durch dieses Abschluss, durch die Abschlussbedingungen oder die Prüfungsbedingungen sich durchzunavigieren und wo Menschen, die vielleicht eher Einzelgänger sind, vielleicht öfter an Informationen scheitern, die sie eben nicht durch ein soziales Netzwerk auch bekommen. Dann der Beitrag geht weiter. Ich arbeite an der Goethe-Universität als Referentin Inklusion mit Fokus auf barrierefreie IT und evaluiere im Moment, was die Universität leisten muss von der Gesetzeslage her, was sie bietet und leite aus Good Practice-Beispielen dann Vorschläge ab für die Goethe-Universität. Die Idee ist die Einrichtung einer zentralen Servicestelle, gerne auch in Kooperation mit anderen Hochschulen, weil schon die grundlegenden Leistungen nicht bereitgestellt werden können, wie zum Beispiel barrierefreie Dokumente. Das ist auch ein Problem der organischen Strukturen an den Hochschulen und der Überlastung der Dozierenden. Leitfäden reichen nicht aus, um den Zugang zu gewährleisten. Genau. Und das ist eigentlich das große Thema Barrierefreiheit, dass wir da auch noch überall in den Kinderschuhen stehen.
Sarah Schotemeier sagt Inklusionstutorinnen für Studierende und Lehrende. Ist das ein Vorschlag oder gibt es da Erfahrungswerte zu? Ich klicke mal auf den Link. Universität Münster, studentische Inklusionstutorinnen. Cool, das sieht ja richtig spannend aus. Sarah, magst du dazu noch mehr erzählen aus tatsächlichen Erfahrungsberichten? Wir gehen in die Verlängerung. Das klingt, als wenn sich da schon was bewährt hat. Also ich sehe es vor allem in dem Bereich, dass eben Studierende auch zu Beginn an in eine Gruppe aufgenommen werden oder eben durch Tutorinnen oder Mentorinnen diese persönliche Kontaktknüpfung erstmal erleichtert wird. Dass es nicht auf die eigenen sozialen Fähigkeiten ankommt, ob man Teil einer Gruppe wird oder nicht und wie schnell. Hallo, genau. Ich arbeite da jetzt nicht, aber ich bin an der Universität Münster und habe da einfach den Bezug zu der Person, die das koordiniert oder und weiß halt da, dass sie halt in den Fachbereichen sitzen und dadurch haben sie ja auch nochmal den Bezug zu den Fachbereichen ganz anders. Genau, und ich weiß auch nur, ich habe schon mit denen ich sitze im Zentrum für Hochschullehre, mit denen eine Veranstaltung organisiert, wo die sich vorgestellt auch haben und dass man dann mit vielfältigen Anfragen hingehen kann und die ja dann auch wieder ein Netzwerk sind und untereinander vernetzt sind. Ich glaube, das ist so immer auch bei dem Punkt, was ich danach noch auf der NRW-Ebene geteilt habe, Barrierefreiheit NRW, das, was ja auch vorher gesagt wurde, dass es gebündelt wird. Und dass nicht jeder immer alleine wieder sich das nachdenken muss, sondern man durch die Anfragen, die man da ja auch stellt, da ja gebündelter auch Angebote schaffen kann. Genau. Das ist eine Kurzvariante. Sehr gut. Ja, da sind wir auch wieder bei der Hochschulstruktur und dann aber auch die föderale Struktur mit den Bundesländern, dass es dann doch auch immer wieder Herausforderungen gibt, zu vereinheitlichen oder eine Anlaufstelle für alle anzubieten. Und eben nicht jeder muss sich selber nochmal die Wege dorthin suchen, sondern man kann voneinander lernen. Aber der Auftritt sieht ja schon mal sehr informativ aus, also dass man da zumindest was sich von ableiten könnte. Aber die Arbeit steckt ja immer noch da drin, also ne, Lehrkörper, Lehrpersonen haben ja schon eine krasse Überbelastung und immer noch Themen mehr, also den Zugang auch zu erleichtern, weil es ist ja auch nochmal für die ein neues Lernfeld. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass es nicht immer als zu schwer und es kommt noch verstanden wird, sondern irgendwie auch gezeigt wird, inwiefern es eine Bereicherung gibt und auch Unterstützung, weil es sind ja schon auch immer wieder Zusatzaufgaben, die auf die zukommen. Und selbst wenn Lehrende in Beratungsgesprächen, ich merke, dass sie das möchten, ist es aber teilweise dann auch wieder, als hätte man so ein halbes Studium ist jetzt zu viel, aber es ist schon so Anerkennung dafür irgendwie zu kriegen, wäre schon, also wenn man jetzt weiter in die Zukunft denkt, dann soll es natürlich selbstverständlich sein, aber es ist schon auch mit Arbeit verbunden und ein Umdenken. Ja. So, und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich lese währenddessen mal den Beitrag im Chat vor. Michaela Schneider schreibt nochmal, ein Modul zur Erstellung barrierefreier Dokumente und Beiträge auf Webseiten und Social Media in der allgemeinen Tutorinnenfortbildung wäre auch denkbar. An der JGU Mainz wurden während der Pandemie auch die Fortbildung zum Digital Scout eingeführt, an der ich damals als Masterstudentin teilgenommen hatte. Das wäre auch ein guter Kurs, um digitale Barrierefreiheit einzubringen. Das könnte die Dozierenden entlasten und wenn Tutorinnen und Hiwis fortgebildet sind und das später als Mitarbeitende mitnehmen in die Berufswelt und außerhalb der Universitäten. Ja, ich denke auch, dass wir da eher
in einem organischen Prozess sind und eben sagen, vielleicht ist es einfach die nächste Generation, die dann geschult ist. Vielleicht müssen nicht alle noch kurz vor der Rente neue Themen lernen und vielleicht ist da einfach auch das Interesse oder die Lernbereitschaft dann einfach nicht mehr so da, da weiterzugehen. Vielleicht ist wirklich der Fokus auf eine jüngere Generation, die dann mit dem Eintritt in die Hochschule, in die Hochschularbeit, also den Perspektivwechsel von der studentischen Seite in die hochschultragende Seite, dass dadurch dann einfach auch Barrierefreiheit verbessert wird. Was sind denn eure Erfahrungswerte mit innovativer Technik, also mit KI oder anderen Tools? Gibt es da Erfahrungswerte, wo Innovation tatsächlich zu einer Verbesserung geführt hat, also zu einer inklusiveren Ansatz? Also man sagt ja schon mit digitalen Optionen für Hochschulunterricht können tatsächlich auch Menschen, die sonst vielleicht örtlich verhindert gewesen wären, an die Hochschule zu kommen, werden jetzt inkludiert oder haben mehr Zugang zu Vorlesungen oder Präsenzinhalten? Jetzt die Frage auch nochmal verschriftlicht. Haben technische Innovationen die Inklusion an Ihrer Hochschule verbessert? Gibt es da einen Meinungsüberblick? Michaela Schneider schreibt, ich bin neurodivergent und war sehr glücklich über den Ausbau digitaler Angebote während der Pandemie. Das hat sehr viel Stress herausgenommen. Anja Biert schreibt, Brainstorming, KI kann das Gendern des Textes übernehmen. KI kann Texte einfacher formulieren. Mhm. Genau, wir haben da auch eine Kollegin im Verbund, die arbeitet in Leipzig im BBW und macht ein Projekt zu Top-KI. Das ist eine KI, die Prüfungsaufgaben in einfache Sprache übersetzt. Und das ist vielleicht auch etwas, was Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen mehr Zugänge geben würde, weil es vielleicht oft nicht die Prüfungsinhalte sind, sondern nur die Prüfungssprache, die die Barriere darstellt. Genau, und jetzt ist auch die Umfrage live, also vielleicht kriegen wir auch einen quantitativen Überblick. Mhm. Michaela Schneider ergänzt, KI ist auch sehr hilfreich, lange E-Mails zu verkürzen aufs Wesentliche. Da sind wir auch sehr drin versucht. Ne? Wir werden ja auch oft dafür belohnt, wenn wir viel Text produzieren und bestimmte Sprache verwenden. Aber oft verlieren wir dabei das kurze Kommunizieren, das kompakte Kommunizieren. Und da kann die KI vielleicht dabei unterstützen. Also der größte Anteil an technischer Innovation Ich hoffe, Sie können es sehen, jetzt live. Also 7 Personen haben gesagt, teilweise hat technische Innovation die Inklusion verbessert. Es gibt aber 2 deutliche Ja-Stimmen und es gibt 1 Nein-Stimme. Es würde mich total interessieren, was die Erfahrungswerte hinter dieser Nein-Stimme sind, wo vielleicht technische Innovation eigentlich noch zusätzliche Barrieren geschafft hat, also vielleicht sogar noch die Inklusion verschlechtert hat.
aber auch gerne für und wider aus den teilweise Stimmen. Während des Ups ist mir auch der Aspekt begegnet, dass KI unterstützend evaluieren kann, welche Bedarfe vorliegen bei der Inklusion. Von Michaela Schneider nochmal und Anja Biert schreibt, KI schafft gerade noch finanzielle Barrieren. Gute KI kostet. Es gab auch einen Beitrag, oder der kommt vielleicht heute Nachmittag noch, wo es darum ging, wie sich Hochschulen eigentlich auch bei KI Finanzierung nicht abhängig machen, wie von bestimmten Online-Tools auch für Fernlehre, für Fernunterricht. Anja schreibt, selber denken ist billiger. Petra Glas, die technischen Hilfsmittel haben bei uns noch keinen durchschlagenden Erfolg gebracht. Wir sind an der Hochschule Koblenz diesbezüglich noch sehr am Anfang. Das Bewusstsein wächst nur langsam. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es schon viele Hilfsmittel gibt und aber erstmal das Wissen oder das Filtern oder das Priorisieren, was ist das Wichtigste? Vielen Dank, Petra Grass, für die Nein-Stimme-Erklärung. Es ist alles immer ein langer Prozess und man hört dann oft nur von den Hochschulen, die eben schon sehr digital unterwegs sind oder schon Tools nutzen, aber dass wir eigentlich sehr viele Hochschulen sind und dass jede einzelne Hochschule erstmal da den Fahrtwind aufnehmen muss, das wird auch schnell vergessen. Was könnte denn so ein erster Schritt sein? Oder wo steht ihr denn gerade an der Uni Koblenz oder an der Hochschule Koblenz? Welche technischen Hilfsmittel wurden denn schon mal ausgetestet? Ja, ich melde mich dann doch jetzt mal zu Wort, bevor ich den ganzen Chat volltexte. Also ich bin an der Hochschule Koblenz als Beauftragte für Studierende mit Behinderung tätig, neben meiner eigentlichen Aufgabe im Bereich Hochschuldidaktik. Und ich glaube, dass dieses ganze Thema Inklusion bei uns tatsächlich erst so ganz langsam Fahrt aufnimmt. Wir machen schon vieles im Bereich Digitalisierung, aber die Verknüpfung mit dem Thema Inklusion, das ist eigentlich so der Punkt, der wirklich bei uns da noch relativ neu ist. So langsam kommt es und es wird halt auch in verschiedenen Bereichen so ein bisschen drauf hingearbeitet. Wir haben ja einen Fachbereich Sozialwissenschaften, wo halt dieses Thema Inklusion natürlich auch von der inhaltlichen Seite her ganz passend ist. Und es gibt auch einen Fachbereich, oder Studiengänge im Bereich Architektur, wo man natürlich auch bauliche Barrierefreiheit in unseren Gebäuden quasi mit in Angriff nehmen könnte. Aber wir müssen halt jetzt dafür Sorge tragen, dass wir diese ganzen Dinge erstmal irgendwie zusammenbringen und dass wir auch vor allem die Lehrenden sensibilisieren, weil ich muss mir tatsächlich auch hin und wieder mal anhören, so nach dem Motto, was haben dann Leute mit derartigen Beeinträchtigungen an der Hochschule zu tun, was einen dann manchmal halt fassungslos macht. Aber leider, ich will nicht sagen, dass das der Großteil der Lehrenden sind, die so denken, aber es ist halt in manchen Köpfen leider noch so verankert und da muss man halt ganz viel Überzeugungsarbeit und auch Sensibilisierungsarbeit leisten an der Stelle. Und von da aus finde ich das halt sehr spannend mit dieser Vision einer inklusiven Hochschule. Man sollte sich da wirklich das auch vornehmen als Vision, aber der Weg ist bei uns, glaube ich, zumindest, da sind wir tatsächlich noch relativ am Anfang. Und diese Sensibilisierung für das Thema, das erfolgt auch über Ihre Stelle?
Ja, wie gesagt, wir versuchen das jetzt im Moment von verschiedenen Stellen so ein bisschen anzugreifen. Ich habe jetzt auch versucht, halt auch die Studierenden da oder versuchen wir so ein bisschen mit ins Boot zu nehmen. Aber es kommt halt tatsächlich auch ein bisschen mühsam in Gang, weil man das halt auch erstmal so als Ganzes erfassen muss, ne? Wie und wen sollte man sich sinnvollerweise mit einbeziehen? Wo sind halt Kompetenzen vorhanden, die man nutzen kann? Also da ist ein ganz breites Feld und ein ganz breites Spektrum tatsächlich, was man da berücksichtigen muss. Und vor allem muss natürlich auch die Hochschulleitung dahinter stehen und den Weg mit forcieren. Ansonsten wird es halt auch schwierig. Und ist da Digitalisierung dann eher ein Widerspruch zur Inklusion oder kann durch die schon laufende Veränderung im Bereich Digitalisierung da auch quasi das Thema dazu noch irgendwie mitgepackt werden oder konkurrieren die eher auch so im Kontext von der Hochschulleitung? Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das konkurriert, aber man muss sich das halt bewusst machen, dass man damit halt eigentlich auch ein bisschen Fahrt aufnehmen kann, ne? Also dass man das Hand in Hand in Angriff nimmt und nicht quasi als zwei unterschiedliche Projekte sieht, die gar nichts miteinander zu tun haben. Ja, das ist ja auch die Idee von der digitalen Hochschule. Die Rampen, die wir bei der analogen Hochschule noch nicht mitgedacht haben. Und die Uni baut sich nicht so schnell wieder neu. Oder nur die wenigsten Universitäten haben die Möglichkeit, das neu zu bauen. Aber eigentlich in dem Moment, wo wir digitale Infrastruktur aufbauen und wir möglichst viele Inklusionsaspekte mit betrachten, können wir ja quasi eine parallel zur analogen Hochschule eine inklusive digitale Hochschule auch anvisieren. Ja, die Problematik ist natürlich auch, aber da erzähle ich hier ja auch nichts Neues, dass diese, ich sag mal, offensichtlichen Beeinträchtigungen, die manche Studierenden haben, sei es jetzt, dass sie mit dem Rollstuhl unterwegs sind oder mit einer Sehbehinderung oder mit einer Hörbehinderung, da kann sich fast jeder noch drunter vorstellen, wie man da Abhilfe schaffen kann, dass da die Zugänge eher möglich sind, ne? Also, dass man da technische Hilfsmittel bereitstellt, zum Beispiel Screenreader oder solche Geschichten oder halt die besagte Rampe, die Sie eben schon angesprochen haben. Viel schwieriger ist es natürlich bei dem ganz großen Feld der psychischen Beeinträchtigungen, weil sich manche Leute da nicht im Klaren drüber sind, was dahinter steckt und wie man halt da halt Inklusion schaffen kann, ne? Oder welche Bedingungen dann erforderlich sind dafür, dass die Studierenden auch inkludiert werden tatsächlich, ne? Also da ist halt, und da sind wir ja alle selbst noch im Lernprozess natürlich, ne? Die wir selbst nicht direkt irgendwie betroffen sind oder nur am Rande oder, ne? Also ich finde, da ist wirklich, müssen wir alle noch viel lernen und wichtig ist aber, dass man halt offen ist und versucht halt auch an verschiedenen Stellen wirklich Lehrende, aber auch die Mitstudierenden da zu sensibilisieren. Ja, also an meiner Hochschule ist es wirklich ein großes Thema, eben weil auch Dozierende sehr offen mit ihren unsichtbaren Beeinträchtigungen umgehen und dadurch sich auch Studierende dann leichter trauen, zuzugeben oder sich zu offenbaren, ne? Ich habe hier auch diese und jene Einschränkung und ich bräuchte eigentlich auch diese und jene Unterstützung. Ich glaube, wenn das nur von Studierendenseite kommt, ist wahrscheinlich der Zugang erstmal oder die Herausforderung erstmal vor einem Dozierenden oder Unterstützungspersonal zu sagen, hey, ich brauche diese Hilfe oder ich habe diese Beeinträchtigung, ist natürlich erstmal noch eine größere Hürde. Und ich glaube, je weniger Angst wir vor diesem Thema haben und umso je offener wir damit umgehen, umso leichter wird es werden, die richtigen Schritte zu gehen. Weil natürlich ohne Betroffenenperspektive denkt man vielleicht an die offensichtlichen Inklusionswege, aber eben nicht an die Vielfältigkeit von Inklusionswegen. Ja, das ist genau der Punkt, den ich jetzt eben gemeint habe, ne? Das ist halt so. Und ich weiß nicht, wie groß Ihre Hochschule sind, aber wir haben halt auch drei Standorte, ne? Und da ist halt auch, sind die Voraussetzungen auch unterschiedlich.
Aber ich wüsste auch nicht, dass es Lehrende bei uns gibt, die dieses Thema, also die Selbstbeeinträchtigung haben und das offen kommunizieren, ist mir bislang noch nicht. Also ich bin ja nicht in allen Lehrveranstaltungen dabei. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber ich würde halt schon eher sagen, dass man da, wenn überhaupt, sehr verhalten ist an der Stelle. Ja, ja, und das ist ja dann auch wieder das Thema Selektion. Also viele Leute, die es in die Hochschule geschafft haben oder in den Dozierendenstatus, da wurde ja auch schon aussortiert und da wurde ja vielleicht auch schon aufgrund von einer Beeinträchtigung, der nicht gerecht wurde im Lehrformat oder im Lernformat, vielleicht eben auch schon Menschen weggenommen, die eigentlich fachlich durchaus sehr qualifiziert gewesen wären. Und ich glaube, wenn man es dann geschafft hat, sozusagen ohne entdeckt zu sein oder ohne die Barrieren, die da eigentlich sind, die irgendwie trotzdem umgehen zu können, dann ist wahrscheinlich die Aufklärungslast, wenn man dann es noch diesen Personen zusätzlich gibt, ist das wahrscheinlich einfach eine Überbelastung für Menschen, die quasi eh schon zusätzlich gefordert sind. Deswegen muss das wahrscheinlich wirklich eher aus der Breite auch kommen oder eben von der Hochschulleitung, dass es ein offenes Thema ist, dass es ein offener Austausch dazu stattfindet. Ja, und wie gesagt, ich glaube, da spielen noch ein Stück weit noch Fächerkulturen eine Rolle. Ne? Also je nachdem halt bei den Ingenieuren oder in den, also ohne jetzt da auch da so klischeehafter da, aber so überspitzt dargestellt ist es natürlich schon so ein Stück weit so, dass halt in den sozialwissenschaftlichen oder pädagogischen Bereichen halt doch vielleicht eher eine gewisse Kenntnis und dadurch halt auch eine größere Offenheit vielleicht da ist als jetzt in manchen technischen Bereichen, die jetzt so rein äußerlich betrachtet da nicht ganz so viel Berührungspunkte haben. Ne? Also deswegen, also das ist so ein Prozess, der bei uns mit Sicherheit jetzt auch noch ein bisschen Zeit braucht, aber deswegen muss man halt ja irgendwann mal anfangen damit. Gibt es da auch Geisteswissenschaften, die das thematisieren in ihrem Bereich, aber dann auch innerhalb der Hochschule Veranstaltungen machen oder Austauschformate finden, um vielleicht auch in anderen Fachbereichen für das Thema zu sensibilisieren? Also bislang ist mir das so nicht bekannt. Also die Fachhochschulen, also wir sind ja eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, haben ja in manchen Bereichen sowieso nochmal eine andere Zugangsweise zur Lehre. Also so, ich kann mir schon vorstellen, in den Studiengängen soziale Arbeit und so ist das natürlich auf jeden Fall ein Thema, weil es ja auch inhaltlich dort reinpasst. Aber dass das jetzt quasi von da aus jetzt richtig in die Hochschule reingetragen wird, ist also so wie ich es im Moment einschätze, noch nicht der Fall. Aber man könnte natürlich die Kompetenzen, die da vorhanden sind, halt auch nutzen, auch mit den Studierenden, die in diesen Fächern halt eingeschrieben sind, dass man da auch versucht, die halt dazu motivieren, sich auch zu beteiligen und so. Ne? Also aber wie gesagt, das sind noch, glaube ich, bei uns ein paar Bretter zu bohren, bis das wirklich so, weil es natürlich tausend andere Themen gibt, die immer wichtig sind und die Lehrenden halt auch noch zu bespielen haben, wo halt dann auch immer so der Zeitfaktor noch eine Rolle spielt. Also da kommt ja immer so ganz vieles zusammen. Aber ich wollte mich jetzt auch nicht hier so als einzige Diskutantin mit Ihnen hier. Ich habe nur gedacht, wie gesagt, bevor man dann das alles im Chat niederschreibt, das ist immer ein bisschen kompliziert. Sie müssen das dann alles lesen und deswegen habe ich gedacht, ich melde mich jetzt einfach mal zu Wort. Also wie gesagt, ich finde halt gut, dass das Thema jetzt überhaupt auf der Tagesordnung steht und von da aus sind halt hier diese verschiedenen Angebote, die beim UF auch sind, halt sehr spannend. Und für mich, wie gesagt, ist es halt auch so, weil ich eigentlich in dem Didaktikbereich tätig bin, ist das halt auch nochmal so diese Schnittstelle besonders interessant für mich tatsächlich. Mhm. Weil da ja halt, wie gestalten wir dann die Lehre so, dass sie halt möglichst barrierearm ist und dann auf der anderen Seite halt diese Beratungsfunktion, wenn halt Studierende mit einer Problematik da kommen, also das ist schon sehr spannend im Moment. Und die Angebote, die es jetzt da gibt, die fand ich zum Teil wirklich auch sehr interessant. Mhm. Auch jetzt andere UF-Angebote? Ja, meine ich. Mhm. Genau, also die kann man ja auch alle nachhören, also alle, die parallel spannende Sitzungen verpasst haben. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, da auch umfassend von anderen auch zu hören. Ja, vielen Dank, Petra Glas.
Ich wollte dann mal gucken, wie ich auch hier wieder rauskomme. Das fühlt sich für mich als Speakerin gleich viel gemütlicher an, wenn ich das Gefühl habe, hier ist ein sichtbares Gegenüber. Also gerne die Einladung auch an alle anderen, sich nochmal zu Wort zu melden. Dann würde ich auch schon in die Wrap-up, in den Wrap-up gehen. Also wir haben jetzt ja einiges gehört. Ich habe so ein bisschen mitgeschrieben. Also wenn Sie jetzt noch überlegen, ob Sie sich vielleicht dazuschalten, nochmal mündlich auch was beitragen wollen, kommen Sie gerne dazu. Es dauert so ein bisschen. Ich würde währenddessen einfach schon mal so ein bisschen die Notizen vorlesen, die ich mir jetzt gemacht habe. Also ich werde mir auf jeden Fall das A-Plus-Programm anschauen und bin da sehr gespannt, was da auch für Pionierarbeit geleistet wird. Und freue mich über Alicia Marenbach. Genau. So, hallo. Ja, ich wollte mich jetzt auch nochmal äußern zu dem Aspekt der psychischen Gesundheit auch. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass es auch an vielen anderen Universitäten diese psychosoziale Beratungsmöglichkeit gibt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es seit Corona stark zugenommen hat und eben auch mehr Aufmerksamkeit darauf gelenkt wurde. Und da, also ich habe damals an der Frankfurter Goethe-Uni studiert und dort wurde das dann auch stark ausgebaut, um eben Studierende und ich denke auch Lehrende zu unterstützen. Genau, und was mir jetzt noch eingefallen ist als Extrapunkt, also ich weiß nicht, inwieweit das jetzt wirklich so zu Inklusion auf dem Sinne, wo wir vorher schon drüber geredet haben, fällt, aber die finanzielle Situation vieler Studierenden ist auch eine starke Beeinträchtigung und auch in Bezug auf Arbeiterfamilien ist da ja auch ein hoher Druck, beziehungsweise vielleicht auch eine Identitätsschwierigkeit, die, finde ich, auch mitbedacht werden sollte. Und dass viele aus Arbeiterfamilien stammende Menschen vielleicht auch erst gar nicht den Zugang ermöglicht bekommen zur Hochschule oder zur Universität. Ich wollte das jetzt am Ende einfach nochmal anmerken, weil ich das Gefühl habe, es gehört irgendwie auch dazu, ist aber dann doch nochmal abzugrenzen von den körperlichen oder psychischen, geistigen Beeinträchtigungen, die wir auch beachten müssen. Ja, aber da, also bei den finanziellen Beeinträchtigungen ist ja schon auch eine große strukturelle Frage, die nicht unbedingt die Universitäten selbst lösen können. Genau, aber vielleicht gibt es ja auch Programme oder, ich weiß nicht, Projekte, die diese Studierenden irgendwie unterstützen. Ja, vielen Dank für den Punkt nochmal. Ich finde den auch total wichtig, eben weil ich an einer privaten Hochschule arbeite und wir zwar tolle Lernkonzepte haben, aber die eben auch hinter einer finanziellen Barriere sind und wir jetzt lange Zeit auch Stipendien hatten. Das heißt, waren über Chancen-EG waren wir da, hatten wir die Möglichkeit, dass Studierende quasi vorab die Studiengebühren bekommen und dann ähnlich wie das BAföG, dass man zu einem späteren Zeitpunkt in einem Arbeitsverhältnis dann die Studiengebühren für die aktuellen Studierenden dann zahlt, also so ein bisschen ein Generationenvertrag. Aufgrund der finanziellen Lage von vielen sozialen Einrichtungen und Stipendiengebern ist das jetzt nicht mehr möglich und ich sehe darin auf jeden Fall auch einen großen Rückgang in Diversität, einen großen Rückgang in Diversität in der Studierendenschaft, die auch bereit sind, sich einzubringen, die Hochschule mitzutragen. Also ich glaube, wenn man quasi einen Vorsprung bekommen hat oder wenn man das Gefühl hat, hier wurde eine Barriere für mich beseitigt, hat man vielleicht auch selber dann das Gefühl, ich würde auch gern für andere Barrieren abbauen oder ich möchte mich dazu mit engagieren. Und das ist auf jeden Fall ein großes Thema, weswegen ich hoffe, dass wir eben auch ganz viel Innovation vielleicht als Leuchtturmprojekte in den privaten Hochschulen zwar sein können, aber dass wir langfristig eben auch eine Wirkkraft in die staatlichen Hochschulen haben, die einfach aufgrund von niedrigeren finanziellen Barrieren zugänglicher sind. Und auch das Thema Studierenden aus ArbeiterInnenfamilien, womit ich mich selber auch identifiziere,
ist es, glaube ich, auch das Thema, wie wird selektiert, und dann wäre das eben wieder eine Beeinträchtigung oder eine Herkunft oder Milieuzugehörigkeit, die dann darüber entscheiden würde, ob Menschen in dem System bestehen oder nicht. Und wenn es vielleicht eigentlich der Nebenjob ist, der herausfordernd ist. Genau. Ja, wie ist das an privaten Hochschulen? Kannst du da so eine Einschätzung geben? Weil für mich passt das jetzt so spontan nicht zusammen. Also dass da eigentlich der Zugang, ja, wie du gerade erklärt hast, eigentlich nur durch Stipendien möglich wird. Und wenn ich jetzt so an Freundinnen denke, die auch an staatlichen Unis mit BAföG studieren, ja auch total die Schwierigkeiten haben oder hatten, mit einer staatlichen Finanzierung da hinterherzukommen. Ja. Oder eben dann benachteiligt sind, ganz klar. Ich habe das Gefühl, dass man tatsächlich nochmal unterscheiden muss, die Menschen, wo die Familie dafür bürgen kann, wo sie sagt, wenn das BAföG nicht reicht, dann kriegst du spontan mal hier und da noch Unterstützung. Es ist einfach ein unglaublich großer Unterschied, ob Menschen auf sich selbst gestellt sind und sagen, sie müssen sich um alles selber kümmern, und wenn es eng wird, dann ist da niemand da, der sie auffängt, sondern dann wird die Miete nicht überwiesen. Also das merke ich total, was für unterschiedliche Personen es da gibt. Und es tut mir dann auch wieder leid, dass eher die Menschen, die selber schon zu kämpfen haben, dann auch noch die engagierten Personen sind, die dann innerhalb des Systems nochmal mehr den Studierenden zurückgeben wollen, wohingegen andere Personen eher so sehr selbstverständlich nehmen, was es an Community-Angebot gibt und was es an Miteinander gibt. Und dass sich da Menschen eher, also deswegen hatte ich dieses Thema auch vorher schon mal aufgegriffen, bedürfen die Inklusionsarbeit oder die Diversitätsförderung nicht den Menschen aufhalsen, die eh schon ganz viel selber zu kämpfen haben. Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass es so ein breites Thema wird und dass, wenn wir eben an einen Bereich der Inklusion denken oder der Diversität, dass wir eben die anderen Bereiche auch intersektional mitdenken, weil ich vielleicht schwach in der einen Situation bin, aber stark in der anderen Situation und mich dann für andere auch noch besser einsetzen kann. Sarah Bücker schreibt, ein Punkt, der meiner Erfahrung nach wenig diskutiert wird, sind Anlaufstellen für Lehrende mit eigenen Einschränkungen und Diversitäten. Ja. Und das ist wahrscheinlich tatsächlich auch dieser Punkt. Wahrscheinlich wird davon ausgegangen, dass Lehrende keine Einschränkungen haben oder Diversität, weil das bestehende System eigentlich schon viele recht früh aussortieren würde. Und das ist eigentlich spannend, dass genau, Sarah Bücker, ich würde dich gerne aufrufen. Kann ich das machen? Hallo, hört man mich? Ja, perfekt, super. Ja, ich habe leider gerade keine Möglichkeit, das Video dazu zu schalten, aber wenn man mich hört, das ist ja schon mal viel. Ja, das ist eine sehr persönliche Sache. Ich bin jetzt selber erst seit knapp über einem Monat in der Position, dass ich eben auch Lehre abhalte an der Uni und selber eben mit ADHS sehr spät diagnostiziert wurde und auch da wenig Informationen finde oder Hilfestellungen, wie ich damit zum Beispiel eben umgehen kann. Weil das ist für mich, also ich habe es irgendwie durch das System geschafft, ohne Diagnose und auch ohne Hilfestellungen, um jetzt überhaupt den Uni-Abschluss auch erreicht zu haben, und bin jetzt eben in dieser gegensätzlichen Position und die für mich selber einfach total neu ist und finde es einfach sehr schwierig, da zum Beispiel auch Informationen drüber zu finden. Also bei mir an der privaten Hochschule gibt es tatsächlich, also wir haben einen DEIB-Council, also Diversity, Equity, Inclusion and Belonging. Und dadurch, dass eben schon sehr früh bei uns Dozierende auch mit Professortitel selber ihre eigene ADHS-Diagnose offen damit umgegangen sind, war das eben dann für die ganz einfach, ein informelles Austauschformat zu finden, wo eben alle Uni-Angehörigen sich zu dem Thema austauschen können und voneinander lernen können, was hat die eine Person schon herausgefunden oder was hilft der anderen Person, sich in speziell diesem System gut zurechtzufinden.
Wir haben auch einige studentische Projekte. Also ich bin an einer Hochschule, die selber auch Interaktionsdesign, Software Engineering und Produktmanagement anbietet. Das heißt, es gab dann studentische Projekte, die dann quasi beispielsweise einen Browser für ADHS optimiert haben. Und das war quasi ihr Forschungsprojekt. Also hier passiert eben auch ganz viel aufgrund von dieser Projektbasierung, wo gesagt wird, hier gibt's, hier fehlt was, hier gibt's ein Problem, wie lösen wir das und was wäre eine Konzeptidee? Also das ist etwas, was bei uns sehr gut funktioniert, wofür ich auch sehr dankbar bin. Aber es ist schön, dass die Anlaufstellen für Studierende jetzt während der Pandemie wahrscheinlich auch verbessert wurden. Aber dass das System eigentlich noch nicht offen dafür ist, dass eben auch Dozierende dabei Unterstützung bräuchten könnten. Ich weiß nicht, wie schätzt du das ein? Wäre ein Austausch, der jetzt auch mit Studierenden oder über Fachbereiche oder Positionen hinweggehen würde, wäre das denkbar oder wäre das eher, also wäre das eine Herausforderung, dann eine eigene Statusgruppe auch zu verlassen? Also ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall sehr hilfreich wäre. Habe für mich dadurch, dass ich selber erst mit 28 die Diagnose überhaupt bekommen habe und eben in dem System viel übersehen wurde, wie sehr viele leider, habe ich für mich eben den Umgang damit gefunden, dass ich damit offen umgehe. Also ich habe das auch schon direkt in meiner ersten Arbeitswoche quasi mit meiner Arbeitsgruppe geteilt. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass es eben auch noch sehr, sehr viele Vorurteile gibt und dadurch eben auch viele Ängste. Sodass ich das nicht einschätzen kann, inwieweit da ein universitätsweiter Austausch überhaupt angeregt werden könnte. Ich persönlich finde es super. Aber ich kann natürlich auch nicht erwarten, dass jeder oder jede damit so offen umgehen möchte oder kann. Ja. Man muss selber jetzt für mich eben auch einen Weg finden, wie ich eben in der aktiven Lehre damit dann umgehe, ob ich das zum Beispiel auch kommuniziere oder aber das ist eben so einer der Punkte, wo es mir persönlich ein bisschen fehlt, da eben auch eine Anlaufstelle zu haben, wo man zum Beispiel mit Leuten drüber reden kann, die Erfahrung haben oder die schon in der Position waren, wie sie damit umgegangen sind, dass man da einen Austausch eben fördert und dann eben auch zu eben zum Beispiel Studierenden, Professoren, diversen Gruppen, damit auch wirklich dann mit den Leuten reden kann und dass es auch einfach sichtbar gemacht wird, dass gerade Leute eben, die vielleicht übersehen wurden, auch, dass die auch irgendwo in solchen Positionen sein können und aber auch trotzdem es ja auch nicht unbedingt einfach ist, nur weil man es geschafft hat, damit jetzt weiter umzugehen. Total. Ich finde auch, dass es ein totaler Balanceakt ist zwischen, wie sicher fühle ich mich, wie geschützt fühle ich mich, wie stabil fühle ich mich in meiner aktuellen Situation. Weil es natürlich toll ist, wenn es Role Models gibt und Menschen, die sichtbar sind und dadurch eine Wirkkraft haben für andere. Und andererseits ist es aber eben auch eine zusätzliche Belastung, vor allem wenn es eben Menschen gibt, die dann sagen, hey, warum sind bestimmte Menschen mit bestimmten Einschränkungen überhaupt da an der Uni? Also solange es dieses Stigma gibt und die dann nachvollziehbarerweise auch zu Ängsten führen, wie offen gehe ich damit um, wird es wahrscheinlich herausfordernd sein, dass wir uns nachhaltig in Richtung einer inklusiven Hochschule entwickeln. Und da kann man auch sagen, vielleicht ist es auch ein Thema der Zeit, also je diverser jetzt auch die Studierendenschaft ist, umso diverser wird dann auch später die Dozierendenschaft und auch die Kreise der ProfessorInnen. Und vielleicht wird es dadurch schon diverser und vielleicht wird es dadurch auch möglicher, über Diversität zu sprechen, die vielleicht auch nicht unmittelbar sichtbar ist. Aber vielen Dank, dass du dich jetzt in dem Raum so sicher gefühlt hast, auch davon zu erzählen. Vielleicht ist es auch inspirierend für die eine oder andere Person in der Gruppe noch. Und das ist wirklich was ich am UF total schätze, weil ich das jedes Jahr, wo ich teilgenommen habe, immer auch als Austauschplattform wahrgenommen habe und weniger als Vorträge, sondern eher so, wir sind eine Community und da gibt es viele Menschen an vielen Einrichtungen, die sich um das Thema kümmern oder die da in die gleiche Richtung mitziehen. Und selbst wenn es sich in der eigenen Einrichtung manchmal sehr zäh und sehr langsam anfühlt, wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Universitäten viele kleine Schritte in Richtung Inklusion machen, dann wird die
Zukunft der Hochschule auf jeden Fall inklusiver als diejenige, die viele von uns bisher kennengelernt haben. Ja, vielen Dank für die Beiträge und auch für alle, die sich getraut haben, mitzudiskutieren. Wenn es nicht noch weiteren Input gibt, würde ich damit jetzt die Session beenden und uns allen noch eine kleine Pause gönnen.